Könntest du, um dem entgegenzuwirken, wahrscheinlich Dutzende Tipps geben, wie man gut mit Geld umgeht? Kannst du es runterbrechen auf so eine Top 3 oder 3 Punkte, wo du sagst, das ist essentiell im Umgang mit Geld? Ja, bevor ich vielleicht auf die Tipps eingehe, was noch essentieller ist, ist ein bisschen so unseren Glaubenssatz zu Geld zu verändern oder darüber nachzudenken, wie er viel eher sein könnte. Und da ist es mir wichtig, als Glaubenssatz zu wissen und das auch anzunehmen, dass jeder und jeder gut mit Geld sein kann, weil es echt nicht so schwierig ist. Und die Tipps sind daher auch ganz unkompliziert. Einer ist zum Beispiel, wenn wir alle schon täglich einkaufen, sich bei jedem Kauf einfach mal zu fragen, naja, das, was ich mir gerade kaufe, brauche ich das oder will ich das? Einfach nur, um zu sehen, dass wir von 100 Dingen, die wir so kaufen, dass ein riesengroßer Teil nur Wünsche sind und quasi Wollenkäufe sind und ganz, ganz wenig von dem eigentlich in unserem Leben gebraucht ist.